Ein Junge wird leblos aufgefunden. Die Täter wandern ins Gefängnis. Fall gelöst. Oder vielleicht doch nicht? Damit herzlich willkommen. Malta 1960. Malta ist ein südeuropäischer Inselstaat im Mittelmeer. Berühmt ist die Insel für das warme Klima, welches dort herrscht, und die atemberaubend schöne Landschaft. In der Hauptstadt Valletta, in der St. Dominic Street, lebte zu dieser Zeit eine Familie. Die Familie bestand aus der 32-jährigen Luiga, die von allen immer nur Gigi genannt wurde. Von vorherigen Partnern hat sie die 8-jährige Carmen und den 8-jährigen Anthony, auch Twani genannt, bekommen. Die Beziehung zu beiden Vätern zerbrach irgendwann und sie lernte den damals 29-jährigen Leli kennen. Mit ihm bekam sie auch eine weitere Tochter namens Matese. Die Gegend, in der sie lebten, waren die Slums der Stadt. Viele Familien auf wenig Platz lebten dort. Ein Gutes hat das jedoch. Es bildeten sich Communities unter den Anwohnern. Jeder kannte jeden und man konnte seinem Nachbarn immer vertrauen. Bereits in seiner frühen Kindheit sagte Twani, dass er gerne Priester werden möchte, wenn er erwachsen ist. Dies sollte jedoch nicht möglich sein, denn unehelichen Kindern war es verboten, diese Karriere einzuschlagen. Generell war sein Leben nicht das leichteste. Er wuchs in seinen ersten Lebensjahren bei einer Familienfreundin auf, die von Gigi bezahlt wurde. Nach einiger Zeit durfte er dann zu seiner Mutter und ihrem neuen Freund ziehen. Twanis Vater beteuerte immer, dass er seinen Sohn gerne großziehen wollen würde, jedoch lehnte die Mutter jeden Kontakt zu ihm ab. In der Schule schrieb Twani auch gute Noten, jedoch fiel er einmal negativ auf, als er seiner Lehrerin gestand, dass er Geld aus der Klassenkasse und von seinen Eltern gestohlen hatte, um sich selbst Süßigkeiten zu kaufen. Die Lehrerin rief daraufhin bei der Mutter an und erzählte ihr davon, sagte aber auch, dass sie den Jungen dafür nicht bestrafen sollte, weil er am Ende doch ehrlich gewesen war. Zu Hause angekommen, stellten Gigi und Leli ihn dann zur Rede. Twani sagte, dass die Lehrerin eine Lügnerin sei und er wurde wütend. Dies brachte Leli in Rage und er schlug auf den 8-Jährigen ein. Danach fesselte er ihn an sein Bett und drückte Zigaretten auf seine Haut aus. Als er damit fertig war, nahm er den Jungen mit auf den Balkon, wo er ihn im Geländer festmachte und weite heiße Zigaretten auf seine Haut ausdrückte. Erst als ein Nachbar dazwischen gehen konnte, ließ der Stiefvater von ihm ab. Danach wurde Twani immer schuldig gemacht, wenn etwas im Haus fehlte oder kaputt ging. Augenzeugen sagten aus, dass beide, sowohl Gigi als auch Leli, immer wieder das Kind mit dem Gürtel bestraften. Am 23. August 1960, gegen 19.45 Uhr abends, ging ein Polizist durch die Straßen von Valletta, als er plötzlich von einem Mann angesprochen wurde, der erzählte, dass ein Junge aus dem Fenster gefallen sei. Es sei in der St. Dominic Street passiert und er müsse schnell mitkommen. Der Polizist folgte dem Mann und als er sich dem Haus näherte, sah er, dass sich bereits eine kleine Gruppe Schaulustiger zusammengefunden hatte. Alle wollten wissen, was in dem Haus passiert war. Der Polizist kämpfte sich an ihnen vorbei und betrat das Haus. Im ersten Stock lebte die Familie von Twani, wo angeblich etwas passiert sein soll. Schon als er die Wohnung betrat, wusste er, dass es sich hierbei nicht um ein gestürztes Kind handeln konnte. Im Hausflur waren Blutspuren an den Wänden und in der Wohnung selbst war überall auf dem Boden Blut. In einem der Küchenschränke lag auch noch ein blutiges Brotmesser. Zwischen den Küchentheken fand er dann den leblosen Körper von Twani. Sofort wurden zwei Personen verdächtigt, Gigi und Leli. In der Stadt machten die Gerüchte schnell die Runde, denn noch am selben Abend wurde ein Statement der Polizei im Fernsehen ausgestrahlt, zusammen mit einem Bild von Twani, was als Zeichen für die Grausamkeit dieses Falls bekannt werden sollte. Die allgemeine Bevölkerung Maltas war angeekelt und entsetzt von der Tat, und sie verlangten sofortige Gerechtigkeit und eine Strafe für das Paar. Fakt war, dass Twani irgendwann zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr das Leben verlor. Gigi sagte, dass sie zu dieser Zeit in einem Lokal namens Il Fossa war, welches nicht weit von ihrem Zuhause war.
Lili hingegen soll zu dieser Zeit bei einem Friseur gewesen sein. Auf seiner Kleidung konnten später abgeschnittene Haarreste von dem Friseurbesuch festgestellt werden. Ebenso aber auch auf der Kleidung von 20. Laut der Mutter habe sie ihre Tochter Carmen irgendwann nach Hause geschickt, um 20 daran zu erinnern, dass er noch essen müsste und dann danach zu ihnen ins Il Fossa kommen sollte. Carmen machte sich auf den Weg nach Hause und stand dann vor einem geöffneten Fenster, wo sie nach dem Bruder rief. Sie sah, dass im Inneren das Licht an war, also müsste er zu Hause sein. Als sie keine Antwort bekam, lief sie wieder zurück zur Mutter. Diese sagte, dass 20 vielleicht eingeschlafen war. Sie schickte Carmen noch einmal los, diesmal in Begleitung einer Freundin namens Mary. Wieder kehrten die beiden alleine zurück und Carmen erzählte, dass ein Mann ihnen gesagt hatte, dass überall im Haus Blut sei. Verwirrt ging sie mit den beiden Mädchen zurück zum Haus. Vom Flur aus konnte sie dann schon ein Licht hinter der Küchentür sehen. Dahinter befand sich ihr lebloser Sohn. Der Autopsiebericht von 20 ergab, dass er einige Schnittwunden am Körper hatte und Abdrücke eines Türgriffes an seinem Kopf. Jemand hatte ihn wohl fest mit einer Tür geschlagen. Allein das hätte ausgereicht, um einem 8-Jährigen das Leben zu nehmen. Experten behaupteten dann aber, dass dies nicht der Grund war, weshalb der Junge sein Leben verloren hatte. Erst als jemand versucht hatte, ihn mit einem Messer zu köpfen, sei er verstorben. Um ein grobes Bild der Tat zu erhalten, wurden nun nach Zeugen gesucht. Diese fanden sie auch, jedoch in einer Form, in der sie vielleicht nicht gehofft hatten. Das Problem an den Zeugen der Tat war, dass es sich um Kinder handelte. Der älteste von ihnen war 14 Jahre alt, die jüngste 8 Jahre. Es gab zwar noch eine weitere Zeugin, diese wurde jedoch von dem Gericht als nicht vertrauenswürdig eingestuft, da sie bereits zweimal zuvor verklagt wurde wegen Falschaussagen vor Gericht. Die Berichte der Kinder widersprechen sich vorne und hinten. Richtungen, in die Personen gingen, stimmen nicht überein und auch sonst ist nicht bekannt, wie viel davon richtig war. Es waren immerhin Kinder, die etwas Traumatisches gesehen hatten. Der folgende Bericht basiert auf den Übereinstimmungen der Aussagen der Kinder. Carmen, die Schwester von 20, sagte, dass der Junge gerade den Boden putzte, als er über das Werkzeug seines Stiefvaters stolperte. Mit diesem Werkzeug versuchte er, ein Loch in seinem Schuh zu reparieren. Der Mutter gefiel das aber gar nicht, weshalb sie extrem wütend wurde und auf ihn mit einem Ledergürtel einschlug. Alfred Fitzpatrick, ein 14-jähriger Junge aus der Nachbarschaft, sagte aus, dass er gehört hatte, wie ein Gegenstand aus Metall auf etwas einschlug. Danach hörte er Stöhnen und etwas zu Boden fallen. Kurz daraufhin beobachtete ein Mädchen aus der Nachbarschaft, wie 20 die Treppe im Hausflur hinunterfiel. Danach sei laut Alfred 20s Mutter mit ihrer Tochter Carmen zusammen aus dem Haus gegangen. Im Hausflur seien sie dabei über den bewusstlosen 20 gestiegen, als wäre er gar nicht da. Danach beobachtete er, wie die Mutter zurückkam und den regungslosen Jungen nach oben in die Wohnung trug. Danach soll die Mutter zu Carmen gegangen sein und sie darum gebeten haben, Lili aus der Stadt zu holen. Dieser traf kurze Zeit später dort ein und Carmen beobachtete, wie er über den Jungen sich beugte und ein Brotmesser aus dem Kasten zog. Ihr wurde gesagt, sie soll im Il Fossa auf sie warten. Was genau Lili mit dem Messer machte, konnte sie nicht sehen. Sie hätte lediglich durch das Fenster danach gesehen, wie die beiden ihre Kleidung auszogen und in die Waschmaschine stopften. Zu der Kleidung packten sie außerdem die Bettwäsche von 20. Forensische Ergebnisse zeigten später, dass wirklich Blutreste im Abfluss der Waschmaschine gefunden wurden. Auf der Bettwäsche konnte außerdem Rückstände von Blut festgestellt werden. Alfred Fitzpatrick, der 14-Jährige, hätte dann beobachtet, wie Gigi zurück ins Il Fossa ging und Lili zurück in die Stadt. Da er neugierig war, ging er in die Wohnung der Familie und dort in die Küche und sah den leblosen Jungen. Er hatte ihn mehrfach angesprochen und an ihm gerüttelt. Als er merkte, dass 20 nicht reagieren würde, stand er auf und wusch sich die Hände, bevor er das Gebäude verließ. Auch diese Tatsache konnte über Fingerabdrücke, die am Tatort gefunden wurden, bestätigt werden. Auch wenn die Zeugen Kinder waren, reichte es den Richtern und sie klagten die beiden an. Der Gerichtsprozess begann am 25. Februar 1961. Der Stiefvater, Lili,
wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt, in der er schwere körperliche Arbeit leisten sollte. Die Mutter Gigi wurde zum Tode verurteilt. Im Zuge dessen reichten über 80 Anwälte eine Petition ein, um dieses Urteil zu verhindern. Wie fast schon eine Tradition in Malta, wurden nach nur 2 Wochen die Strafen wieder in eine lebenslange Haft abgeändert. Eine Tradition, weil es bereits 3-mal zuvor passierte, dass Frauen, die zum Tode auf Malta verurteilt wurden, danach wieder eine Minderung ihrer Strafe erhielten. Im Jahr 1970 wurde Gigi dann wegen guter Führung frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Gemeinsam mit ihrer Tochter Carmen zog sie dann für eine Zeit nach Australien. Einige Zeit später zog sie es aber wieder zurück nach Malta und sie mietete sich dort allein eine Wohnung. In den darauffolgenden Jahren gab Gigi einige wenige Interviews, in denen sie immer wieder ihre Unschuld beteuerte. Selbst heute haben Verwandte von ihr noch mit dem Stigmata zu leben, dass ihnen Menschen auf der Straße nachflüsterten oder sogar riefen: „Die ist doch mit Gigi verwandt." In einem Fernsehbeitrag wurde Gigi gezeigt, wie sie vor dem berühmten Bild ihres Sohnes sitzt und zu ihm spricht mit den folgenden Worten: „Mein liebstes Kind, bitte erfüll mir den Wunsch, dass ich herausfinden kann, wer dir das Leben nahm, bevor ich selbst sterbe. Wie könnte eine Mutter nur ihren eigenen Sohn verletzen?" Sie besuchte jeden Sonntag das Grab ihres Sohnes und putzte es regelmäßig, während sie Gespräche mit ihm führte. Im Jahr 1996 verstarb sie an einer natürlichen Ursache. Im Jahr 2013 kehrte Carmen für einen Besuch zurück in ihre alte Heimat. Sie war nun eine ältere Frau und sah ihrer Mutter zum Verwechseln ähnlich. Im Rahmen ihres Besuches wurde sie von den Fernsehsendern Jarabank interviewt. In diesem Interview erzählte sie, dass sie sich sicher sei, dass Lili und Gigi unschuldig waren. Sie gab außerdem zu, dass sie ihre Zeugenaussage damals nur erfand und alles, was sie vor Gericht gesagt hatte, gelogen war. Sie hatte damals, als 8-Jährige, das Gefühl, dass sie dazu manipuliert wurde, das zu sagen, was das Gericht von ihr hören wollte, nämlich, dass das Paar Monster seien, die das eigene Kind ermordeten. Der Fall war mittlerweile abgeschlossen. Gigi war verstorben und Lili wieder ein freier Mensch. Über seinen Aufenthaltsort oder Zustand ist nichts bekannt. Jedoch stellen sich nun einige Fragen. Theorie Nummer 1. Das Paar war es. In der ersten Theorie geht man davon aus, dass es wirklich Gigi und Lili waren. Beide hatten bekannte Aggressionsprobleme und seit dem Diebstahl des Kindes vertrauten sie dem Jungen nicht mehr und nutzten jede Gelegenheit, ihn als schlechten Menschen darzustellen. War es diesmal zu weit gegangen? Hatte einer der beiden vor Wut dem Kind die Tür so lange gegen den Kopf geschlagen, bis dieser zusammenbrach? Wollten sie einen Ausweg aus all dem finden? Für die Theorie sprechen die vielen Zeugenaussagen der Kinder, auch wenn sie an vielen Ecken nicht übereinstimmten. Die Fingerabdrücke des Nachbarjungens wurden am Tatort gefunden. Die Kleidung der Eltern wurden gewaschen und auf dem Bettlaken fand man Rückstände von Blut. Die Eltern sagten außerdem, dass Twani sich merkwürdig verhielt. Er hätte sich mehr wie eine Frau als wie ein Mann verhalten, was dem streng katholischen Vater überhaupt nicht passte. Wieso sollte also ein Fremder einen Jungen mit einem Brotmesser erledigen und dann das Messer zurück in den Schrank legen? Wieso sah niemand den Fremden und welches Motiv soll er gehabt haben? Auch dass Carmen nach knapp 60 Jahren ihr Geständnis zurückzog, ist äußerst merkwürdig. War Gigi vielleicht in Australien wieder gewalttätig geworden, da sie nun in Carmen das Böse sah, weil sie wegen ihr fast 10 Jahre im Gefängnis sitzen musste? Und wenn es nicht die Eltern waren, wer dann? Theorie Nummer 2. Der Fremde. Laut einigen Aussagen wurden in der Unterwäsche des Jungen Samenspuren gefunden, die nie untersucht wurden. Auch wurden an dem Jungen abgebrochene Fingernägel gefunden, die von einer Person mit langen Fingernägeln kommen mussten. Weder Gigi noch Lili hatten zum Zeitpunkt der Tat lange Fingernägel. Auch diese Spur wurde nie untersucht. War es also ein Fremder, der sah, dass eine Wohnung nicht abgeschlossen war und ein wehrloses Kind allein zu Hause war? Die Fingerabdrücke, die auf dem Messer gefunden wurden, konnten bis heute keiner Person zugeordnet werden, obwohl über 200 Abdrücke gesammelt wurden. Wenn es also ein Fremder war, dann hatte er keinerlei Spuren hinterlassen, die auf ihn zurückzuführen waren, und die er dagelassen hatte, waren für die Polizei unbrauchbar.
Theorie Nummer 3. Alfred war es. Eine weitere Theorie, die in Malta die Runde machte, war, dass es der damals 14-jährige Alfred Fitzpatrick war. Seine Fingerabdrücke wurden am Tatort gefunden. Er war der älteste der Zeugen und Carmen behauptet bis heute, dass sie dazu gezwungen wurde zu lügen. Nehmen wir für einen Moment also an, dass Carmen die Wahrheit sagt und sie damals falsch ausgesagt hatte. Wer bleibt dann als einziger Zeuge, der die Tat gesehen hatte? Alfred. In der Nachbarschaft war es ein offenes Geheimnis, dass Alfred den jungen Twenty ständig mobbte und terrorisierte. Was, wenn es diesmal zu weit ging? Was, wenn er mit 14 Gefühle bekam, die er nicht verstehen konnte und unaussprechliche Dinge mit dem Jungen anstellte und ihm danach aus Scham das Leben nahm? Warum hatte der Junge sich die Hände gewaschen, nachdem er ihn in der Küche auffand? Wieso erzählte er niemandem davon oder rief die Polizei? Menschen, die Alfred heute kennen, sagen, dass er ein böser und unsympathischer Mensch sei. Nachdem er erwachsen war, zog er von Malta weg nach Australien, wo er noch heute lebt. Egal für welche Theorie man sich entscheidet, es bleiben immer Lücken und Ungereimtheiten übrig. Für mich klingen alle drei Theorien plausibel und zur gleichen Zeit auch nicht plausibel. Es ist ein extrem komplizierter Fall, der mittlerweile nicht mehr gelöst werden kann, da die meisten, die damit zu tun hatten, nicht mehr leben. Dadurch, dass Malta extrem konservativ ist, weigerte man sich damals auch, die intimeren Spuren am Jungen zu untersuchen und bis heute ist es ein Tabuthema dort. Auch, dass man mittlerweile nicht mehr sagen kann, welche Aussagen die Wahrheit waren und welche erfunden, macht diesen Fall extrem verwirrend und schwierig zu betrachten. Wie bereits zuvor schon gesagt, war die Gegend ein Armenviertel und die Nachbarn vertrauten sich alle so sehr, dass sie nicht mal abschlossen. Jeder hätte Zugang zur Wohnung gehabt. Was glaubt ihr also? Waren es Gigi und Leli, die einmal zu sehr ausrasteten? War es ein Fremder, der seine Triebe an einem unschuldigen Kind auslassen wollte? War es Alfred, der eine unvorstellbare Tat begangen hatte und nun den Jungen zum Schweigen bringen musste? War es vielleicht ein Unfall? Habt ihr ganz eigene Theorien? Gute Nacht und bleibt gesund.